Dich. Okay, du bist nervig. Du bist nervig. Ja, ist klar. Ja, da kann ich überhaupt nicht ausweichen. Okay, noch getroffen. Oh. Mann. Ja, komm noch mal hin. Okay. Nicht getroffen. Nein. Oh, ich will dich nicht tausendmal machen. Oder nicht. Oh. Oh, Junge. Du Bastard. Komm, dreimal, das reicht. Mehr will ich dich nicht sehen. Mann. Ja. Da braucht man echt Glück, dass der nicht... Ja. Das war auch nicht gut. Oh. Okay. Das war mal okay. Nein. F*** dich. Oh, nochmal. Das kann ja nicht sein. Nein. Oh, leck, Junge. Ich benutze hier ein E-Tank. Hab keinen Bock auf dich. Okay. Okay. Nein. Oh. Oh. Nein. Oh, das war dumm. Nein. Boah, ich zieh ihm echt wenig ab mit dem Chat. Aber es geht nicht anders. Es geht einfach nicht. Ich kann ja sonst nicht fliegen. Biotech wäre hier okay. Aber das habe ich ja nicht. Oh, Mann. Ich werde auch zu oft von den Dingern getroffen. Oh, lass mich doch hochfliegen. Oh. Oh, du Bastard. Nein, jetzt wollte ich einen E-Tank benutzen. Die Hälfte muss ich ihm eigentlich abziehen, weil sonst wird's echt hart. Oh, ich kann hier jetzt eigentlich mehrere E-Tanks verschwenden, aber ich weiß halt nicht, was danach noch kommt. Da habe ich Bammel davor, dass ich keinen E-Tank mehr habe. Ah, das war dumm. Ihn nicht treffen und selbst getroffen werden ist ganz erbärmlich. Das ist ganz schlimm. Ich muss ihn mit in den Tod reißen. Oh, Junge, jetzt habe ich einen Hänger drin. Jetzt werde ich zu. Jedes Mal werde ich getroffen. Ja, schon nochmal. Oh, f*** dich. Du sch. Oh. Oh, du Bastard. Alter Sack. Oh, kommt der direkt da, wo ich bin? Ja, was sag ich? Oh, lass mich doch einfach fliegen. Die folgen mir auch, das ist echt unfair. So. Ja, komm direkt da, ist klar. Ist klar. Boah, regst du mich auf. Regst du mich auf. Nicht mal getroffen, super. Toll. Toll.
Oh, Nick. Oh, ja, ist klar. Oh, du regst mich auf. Du Bitch. Du alter Penner, ey. Ich schick dich zurück ins Altersheim. Du Bastard. Ich piss dir ins Müsli, ey. Du Sch... Oh. Oh, meine Fresse. Ist klar. Boah, das kann auch in ein Weilchen gehen. Oh, Junge, Junge. Ja, wenn das so tief kommt, ist immer am besten. Naja. Du bist überhaupt nicht am besten, egal was du machst. Du Sch... Oh, ich muss den treffen auch. Okay. Nein. Oh, leck, leck, leck. Ja, das kann nicht sein. Okay, jetzt bin ich gut dabei. Okay. Nein. Das war dumm. Oh, nochmal dahin. Nein. Nein. Ich mach mal einen Safe State. Nochmal. Okay, gleich der erste E-Tank. Oh, jetzt wollte ich ihn. Ich. Meine Fresse! Okay. Der ist direkt bei mir, ne? Egal. So, jetzt mache ich alle. Okay, komm. Du hast nicht mehr viel Energie. Ja, so schwer ist es gar nicht. Ja, ich weiß, das sage ich immer. Aber wenn man den öfters mal macht, dann geht das nach einer Zeit. Dann gewöhnt man sich dran. An seine Schwulnis. Komm, noch zweimal. Yes. Und bitte nicht noch was. Das kann nicht sein. Das war's. Das war's. Ja, yeah, ich habe ihn gefangen. Oh, geil. Ah, oder? Ja, er ist hinter Gittern, hinter schwedischen Gardinen. Yeah! Yeah! Ich habe ihn ins Gefängnis gesteckt und triumphiert. Yeah! Ja, ja, er ist im Gefängnis gelandet für sein Verbrechen. Oh, er herrscht jetzt über das Gefängnis oder so, weil seine Gefängniszelle. Ja, die Welt ist in Frieden oder so. Staff, yeah, das war's. Okay, das schauen wir uns noch an. Also. Okay, da wird angezeigt, wer wen designt hat, aber das ist jetzt egal, das könnt ihr ja lesen, das muss ich jetzt nicht vorlesen. Ja, ein schönes Let's Play fand ich, also schönes Game. Am Anfang habe ich gedacht, oh, das wird schwer. Ich habe mich auch echt dumm angestellt, aber wie gesagt, ich habe das erste Mal Mega Man gespielt und ich denke, ich habe mich langsam dran gewöhnt und es hat mir auch nachher echt viel Spaß gemacht. Gut, am Schluss nicht mehr so, weil ich die 8 Endgegner nochmal machen musste. Das fand ich ein bisschen scheiße, aber ich glaube, das ist so üblich bei Mega Man. Also kann ich mich jetzt dran gewöhnen. Wenn ich ein anderer Teil spiele, dass ich diese Endgegner auch nochmal machen muss vor dem Hauptboss Dr. Wily. Aber
Ist ja egal, es ging ja eigentlich ganz gut, bis auf ein paar Endgegner. Hier im letzten Part die drei Endgegner innerhalb von 5 Minuten. Ich denke, das kann sich schon sehen lassen. Ohne E-Tank. Ja. Wie viele E-Tanks hatte ich denn jetzt noch am Schluss? Ich glaube so 2. Habe ich mir gut aufgehebt. Aufgehoben, so aufgehebt. Ja, aber was kann ich noch sagen? Also, nach dem Mega Man Let's Play folgt jetzt wahrscheinlich The Legend of The Legend of Zelda A Link to the Past. Mit einem neuen Mega Man Teil weiß ich noch nicht, wann es weitergeht. Ich denke nach Super Mario World. Oder halt umgekehrt. Kommt drauf an, wie lange Super Mario World noch dauert. Dass dann nach Super Mario World Link to the Past kommt und nach Mega Man 6 kommt dann Mega Man 5. So in etwa. Also die nächsten Projekte werden dann The Legend of Zelda Link to the Past sein und Mega Man 5. Ich gehe dann halt Mega Man, gehe ich runter halt die Projekte. Ich hätte ja auch mit Mega Man 1 anfangen können, aber irgendwie wollte ich Mega Man 6 spielen wegen Yamato Man. Der mich ja im Endeffekt am Schluss sehr enttäuscht hat. Zumindest beim ersten Kampf. Beim zweiten Kampf war er ein bisschen lästiger. Aber egal, ja. Das war dann mein erstes Let's Play. Mein erstes abgeschlossenes Let's Play. Weiß jetzt nicht, wie viele Parts waren denn das? Was war das denn für Part? Kurz überlegen. Ich glaube, so 23 kann das sein. Da ist ja Yamato Man. Ja, haha. Da hat sich das Mirko sehr aufgeregt bei der Szene. Da hat er direkt mal bei Facebook geschaut, ob da der Designer, der Reiichi Kawa, zu finden ist. Und da hat er ihm eine schöne Nachricht geschickt. Yeah. Der Reiichi Kawa, die dumme Sau hat Facebook, ja. Wer nicht kennt, kann ja mal schauen. Ist ein super LPR. Ja, da die ganzen Japaner. Kenji Chuiwa, Shatsuki, Shaisha Homo Aikyo Ishufa, Katsuko Mushiko, Aya Hatiora, Luke Miro und David Dun, Marco Weiger, Pelle, oh, das sind Deutsche, nicht Deutsche, Europäer oder so, oder Amerikaner. Ja, yeah, die Türkei war auch beschäftigt, ha. Da sind viele Japaner dabei gewesen. Ist hier auch ein Deutscher? Boah, wie viele Leute da für das Game da dran gesessen haben. Aber das ist ja immer so. Das ist ja mein ganz großes Team. Ja, yeah, und jetzt? Ich mach mal einen Safe State. Haha. Ja, yeah, von Capcom ist das Spiel. Übrigens, habe ich ja schon mal gesagt. Nein. To Be Continent, ja. Yeah. Mega Man 7. Für was entschieden. Erschien für Super Nintendo, glaube ich dann. Mega Man 6 war der letzte Teil für den Nintendo. Weiß noch nicht, ob ich Mega Man 7 Let's Playen werde. Mal schauen, das wird dann wahrscheinlich erst in ein paar Monaten oder Jahren kommen, wenn ich noch so weit bin. Ja, yeah, war's das jetzt hier? Das war's wahrscheinlich, ja. Okay, ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei meinem nächsten Let's Play und bei den weiteren Mega Man Folgen, die folgen werden. Yeah! Ciao, ciao! Macht's gut, Leute!